Großeinsatz für die Feuerwehr in Lamsheim-Hessheim. Ende März brennt ein Elektrofahrzeug im Ortsteil Klein-Niedesheim. Die Rettungskräfte sind schnell vor Ort, doch die Flammen erfassen auch den dahinter geparkten Pkw und das Dach. Mit dem Löschen war ja dann auch ein Problem durch die Dachziegler, ne? Weil die Dachziegler haben ja das Wasser abgehalten dann. Bürgermeister Michael Reit war in der Nacht vor Ort. Mit dem Wehrleiter geht er den Einsatz noch einmal durch. Ein Wohnhausbrand ist fatal. Zum Glück wurde niemand verletzt. Man ist dann immer schwer betroffen, wenn man dann wirklich vor Ort das sieht, dann wie schnell so ein Feuer sich dann ausbreitet. Also das ging ja auch bei dem Brand wirklich extrem schnell. Die Polizei geht von einer Selbstentzündung des Audis aus, einem technischen Defekt im Heck, wo Elektronik und Antrieb sitzen. Ich sag mal, die Kombination hat das besonders gemacht. Wir hatten bei uns in der Verbandsgemeinde bisher noch keinen Elektro-Pkw-Brand. Gebäudebrand kommt ein-, zweimal im Jahr vor, sodass man schon sagt, also das ist schon auch ein größeres Brandereignis bei uns in der Verbandsgemeinde. Und auch der Schaden war enorm groß, etwa eine 500.000 Euro. E-Auto in Brand, heißt es auch im Hunsrück, bei der Freiwilligen Feuerwehr Damscheid. Fahrzeug. Rauchentwicklung aus Fahrzeug. Okay, Alarmstichwort ist gegeben. Wir haben Verkehrsunfall, Tesla, Lage unklar, aber wahrscheinlich die Batterie beschädigt. Die Temperatur geht hoch, alles was über 80 Grad ist, ist gefährlich. Zum Angriff fertig. Auf Kommando von Wehrleiter Marco Vogel legt der Löschtrupp die Atemschutzgeräte an. Das ist unverzichtbar gegen die giftigen Gase brennender Batterien. Heute ist es nur eine Übung. Künstlicher Rauch simuliert die Gefahr. Aber alles soll so realistisch sein wie möglich. Denn auch für die kleine Wehr mit 24 Aktiven und einem Löschfahrzeug sind E-Autobrände mittlerweile ein wichtiges Thema. Ende des letzten Jahres hatten wir tatsächlich auch hier einen Alarmierungsfall mit einem Hybridfahrzeug. Wir wussten sofort, eine Batterie könnte potenziell beschädigt sein. Und da hat man natürlich auch schon wieder eine ganz andere Aufstellung, wie man an das Einsatzgeschehen rangeht. Die spezielle Gefahr bei E-Autos geht von der Batterie im Fahrzeugboden aus. Ihre Temperatur wird mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Wenn sie Feuer fängt, droht eine Explosion. Eine heiße Batterie kann sich noch nach Stunden immer wieder selbst entzünden. Deshalb muss so ein Brand nicht nur gelöscht werden, sondern es muss noch lange mit Wasser gekühlt werden. Dazu testet die Feuerwehr Darmscheid heute eine neue Erfindung. Snakey, mach mal was! Der Snakey sprüht Wasser zum Kühlen direkt dahin, wo die Batterie sitzt. Im Internet kursieren zahlreiche Videos brennender E-Autos. Ihr Akku kann sich entzünden, wenn die Trennwände zwischen den einzelnen Zellen beschädigt werden. Durch einen Unfall oder durch Hitze wie bei einem Brand durch einen Defekt der Elektronik. Im Akku entsteht eine Überhitzung. Nach und nach entzündet eine Zelle die nächste. Ab 80 Grad geraten Akkuzellen in einen kritischen Zustand. Ab 1000 Grad startet die Kettenreaktion. Durch die extreme Hitze kann das Feuer schnell außer Kontrolle geraten, wie im vergangenen Jahr auf der Fremantle Highway. Ob E-Autos den Brand des Frachters auslösten, ist bis heute unklar. Aber selbst nach der Bergung fingen einzelne Pkw erneut Feuer, als sie im Hafen in Emshaven entladen wurden. Wochen nach Beginn des Feuers auf dem Schiff. Auch bei der Übung in Darmscheid dreht sich deswegen alles ums Kühlen. Wir haben da eine maximale Kühlwirkung. Die Düsen haben einen ganz feinen Sprühnebel. Wir können also sehr viel Energie aufnehmen. Wir können die Temperatur runterfahren. Ein kritischer Punkt dabei, der Wasserverbrauch. Bei der Übung nutzt die Feuerwehr den Hydrant. Aber auf der Landstraße kann Wasser knapp werden. Ein Akkubrand braucht 2 bis 5 Mal mehr Löschwasser als ein herkömmlicher Fahrzeugbrand. Da biete sein Sprühsystem Vorteile, sagt Erfinder Jan Heinemann. Der Student aus Andernach ist bei der Übung dabei. Es ist sinnvoll, weil es effektiver agiert als mit der normalen Brandbekämpfung. Man kann Snakey unter das Fahrzeug drunter schieben und erreicht somit direkt den Akku. Und in dem Fall, wenn es wirklich zu einem Brand gekommen ist, dann gibt es Öffnungen im Akku und Überdruckventile öffnen sich und dann kann quasi Wasser in den Akku eindringen.
Das kompakte System kostet 2000 Euro, bezahlbar auch für kleinere Feuerwehren, hofft der Erfinder. Solche Container sind bei Berufsfeuerwehren im Einsatz. Sie investieren ganz andere Summen, um abgebrannte Akkus in Wasser zu kühlen, samt dem kompletten Fahrzeug. Auch spezialisierte Abschleppdienste transportieren beschädigte E-Autos in Spezialcontainern, Stückpreis um die 70.000 Euro. Brauchen bald alle Feuerwehren solch teure Technik? Die Feuerwehr in Lamsheim-Hessheim glaubt das nicht. Sie war im März mit 48 Leuten im Einsatz, musste fast 5 Stunden lang löschen. Löschtaktik und Gerät waren dabei aber wie bei jedem Fahrzeugbrand, sagt der Wehrleiter. Und für Spezialgerät wie Transportcontainer gäbe es bei Bedarf Spezialfirmen. Primär ist meine Meinung, dass die Schulung immer das Wertvollste ist. Sie können noch so viel Gerät beschaffen für teuer Geld. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie es in den Einsatz bringen, wird es Ihnen nicht viel helfen im Einsatz. Die Feuerwehren warnen vor Panikmache. Es gäbe zwar immer mehr E-Autos, aber die brennen nicht öfter als andere Pkw, sagen Fachleute. Die absolute Zahl der Fahrzeugbrände sank sogar. Von 19.000 in 2011 auf 12.200 in 2022. Wie viele davon E-Autos waren, ist statistisch nicht erfasst. E-Autos seien heute aber mindestens so sicher wie Verbrenner, betont der Verband der Automobilhersteller. Und mit neuen Technologien würden sie sogar noch sicherer. Bestes Beispiel dafür ist die Feststoffbatterie, die ja auch in der Entwicklung ist. Und da kann man beispielsweise schon sagen, dass wenn man da jetzt ein E-Auto, einen Verbrenner und ein Auto mit Feststoffbatterien nebeneinander stellen würde, dann wäre das sogar das, was am wenigsten intensiv brennt. Aber noch ist es ein weiter Weg zur Serienreife. Ungefährlich werden Fahrzeugbrände aber auch künftig niemals sein. Deshalb üben die Wehrleute in Darmstadt weiter, damit sie bestmöglich auf die anstehenden Einsätze vorbereitet sind.